Frau König, Sie sind seit 1995 hier im Haus Johanniter Krankenhaus Gronau dabei und jetzt Ende Februar endet Ihre Dienstzeit. Ja. Mit was für einem Gefühl gehen Sie denn? Ja, mein Gefühl ist noch nicht so ganz ausgereift. Auf der einen Seite hänge ich noch so in meinem Beruf drin und es wird mir aber von Tag zu Tag deutlicher, dass jetzt mein Abschied naht, jetzt gerade wo ich meine Tätigkeiten an Frau Töben, meiner Nachfolgerin, gebe, wird mir das jeden Tag klarer, dass ich abgebe und dass ich loslassen muss. Aber es ist mir so, ja, im Kopf noch nicht so gelungen, dass ich sage, jawohl, ich gehe in den Ruhestand. Hm. So. Es ist ja auch so, dass einen natürlich die Themen rund um das Haus hier sicherlich auch privat begleiten. Sehr viel, ja, was geschehen ist. Die Krankenhauslandschaft hat sich ja in den letzten Jahren immer wieder dramatisch geändert. Genau. Wie hat sich denn das für Sie dargestellt? Naja, ich muss sagen, ich bin ja in der Zeit groß geworden, als wir das Selbstkostendeckungsprinzip noch hatten. Da war das Krankenhauswesen ja eigentlich leicht zu führen, weil alle Kosten, die man verursacht hatten, wurden ja irgendwann auch erstattet. Dann kamen die Fallkostenpauschalen, damit wurde es schon ja sehr viel schwieriger und es ist heutzutage so, dass dauernd neue Gesetze kommen. Und das sind immer wieder so Geschichten, wo wir uns als Krankenhausleitung mit auseinandersetzen müssen, aber selber nicht wissen, wie man es gestalten kann. Der Kostendruck, Sie haben das ja eben schon gesagt, ja, ist natürlich durch die Einführung der Pauschalen noch weiter gestiegen, ja, auf die Häuser. Gleichzeitig hat, genau, man ja auch seine Philosophie und die Art des Hauses, die man machen will. Wie kriegt man das denn unter einen Hut? Ja, wie kriegt man das unter einen Hut? Mit den Fallkostenpauschalen ist ja auch der medizinische Dienst der Krankenkassen erstanden, mit denen schlagen wir uns täglich rum. Deswegen mussten wir auch bei uns, oder nicht in allen Krankenhäusern, ja auch neue, sage ich mal, Berufsgruppen einführen. Wir haben jetzt hier im Haus 3 Stellen, die sich nur auf das Kodieren der Fallpauschalen konzentrieren. Mhm. Das heißt, und auch den Dialog immer mit den medizinischen Dienst der Krankenkassen führen, ob es um die Verweildauer geht, ob es um die richtigen Codes sind, die wir anwenden, um abzurechnen, ist egal, da kommen immer wieder Rückfragen. Die Kassen geben das dann an den medizinischen Dienst weiter und da kamen Rückfragen und wir müssen die immer beantworten, damit wir auch die Erlöse, die wir generieren, auch bekommen. Für uns klingt das so, sage ich mal als Laien, dass der Verwaltungsaufwand in den Häusern immer höher wird. Ja. Und wir fragen uns dann ja sicherlich auch manchmal, die medizinische Seite irgendwo wird dann vielleicht immer kleiner, kann man das so sagen, Verwaltung immer mehr? Ich möchte sagen, in den Jahren ist die Verwaltung aufgebaut worden. Wie schon gesagt, man hat Berufsgruppen, die man vorher nie in einem Krankenhaus hatte. Wichtig ist nach wie vor, dass man sehr gute Ärzte im Haus hat, dass die Pflege gut funktioniert, dass dann eine sehr gute Betreuung ist. Aber die Verwaltung hat einen großen Raum angenommen. Früher war immer der ärztliche Direktor eigentlich derjenige, der im Haus das Sagen hatte. Heute ist es die Geschäftsführung. Mhm. Hätten Sie denn, als Sie angefangen haben, das ist ja jetzt auch 23 Jahre her, sich das mal träumen lassen, wie breiten Raum Verwaltung und IT und Abhängigkeit von der IT mal einnehmen würden? Nein. Mit der IT kann ich mich bis heute noch nicht anfreunden. Ich weiß, dass es sein muss und ich beherrsche auch alle Dinge, die ich für den täglichen, für das tägliche Arbeiten habe. Aber dass die IT mal so einen großen Raum einnimmt, dass man extra auch jemand einstellt, der sich nur darum kümmert, das habe ich mir nie so vorgestellt. Mhm. Würden Sie denn abschließend sagen, Sie haben ja auch mal vor dem Hintergrund angefangen, waren mit Herz und Leidenschaft Krankenschwester, haben Sie uns, ja, im Vorgespräch gesagt. Ja. Wollten dann aber auch etwas bewegen, genau, im Gesundheitsbereich. Würden Sie denn zusammenfassend sagen, dass Sie mit Ihrer Arbeit hier zufrieden sein können? Ja, also ich glaube schon, meine Arbeit als Krankenschwester hat mich immer sehr ausgefüllt. Aber gerade berufspolitisch waren ja dann auch so Höhen und Tiefen da. Das heißt, es gab dann einen Pflegenotstand, dann gab es wieder einen Pflegeüberschuss, dann gab es einen Ärztenotstand, dann gab es wieder Ärzteüberschuss. So ist das in den letzten Jahren oder in meinem ganz langen Berufsleben immer so gewesen. Und ich habe gesagt, ich will politisch was machen, habe dann noch ein Studium für Krankenhausbetriebswirtschaft gemacht und habe mich dann mehr auf Leitungsaufgaben konzentriert. Mhm. Jetzt endet Ihr Dienstvertrag, aber Ihre Aktivitäten gehen bestimmt noch weiter, wie man sie so einschätzen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie am 1. März morgens aufwachen?
Also wenn ich am 1. März morgens aufwache, ist das wahrscheinlich noch so, ich habe frei oder Urlaub. Ich muss mich erst langsam an die Dinge herantasten. Klar, ich habe viele ja, Dinge im Kopf, die ich gern machen würde. Zum Beispiel Afrika-Reisen werden sicher ausgedehnt. Ich war letztes Jahr in Kenia und habe dort ein Waisenhaus kennengelernt, wo wir schon immer Patenschaften hatten, aber wir haben es zum ersten Mal richtig besucht, war einen ganzen Tag dort. Und das hat mich ja irgendwie so berührt, dass ich in der Richtung auch noch was machen werde. Die bauen zurzeit gerade auch ein Hospital auf. Und dann die Dame, das ist auch eine Deutsche, die hat das vor 20 Jahren aufgebaut, die hat zu mir gesagt, wenn du jetzt in Pension gehst, kannst du dann nicht mal für ein halbes Jahr kommen. Dieser Gedanke, den habe ich jetzt im Kopf und ja, überlege, da kann vielleicht was raus werden oder. Ich bin ja auch bei uns in der Kirchengemeinde sehr aktiv, im Ort, Grünenplan sehr aktiv, in manchen Gremien drin und ich denke mal schon, dass ich auch Dinge finde, die mich dann wieder ausfüllen. Ich würde auch sagen, Langeweile klingt anders. Genau. Danke, Frau König, ne? Ja, gerne.